Kaum zu glauben, aber es ist wahr. Unter Corona-Bedingungen gibt es grünes Licht für die Wiener Bäder. Sie können ihre Pforten am 29. Mai öffnen. Und das eben zu Corona-Bedingungen. Aber die Badesaison 2020, die fällt dieses Jahr nicht ins Wasser. Natürlich alles mit größter Vorsicht. Man muss erst abwarten, wie es sich bis Ende Mai entwickelt. Aber mit Corona-Bedingungen, das heißt mit Hygienemaßnahmen und natürlich auch mit der Einhaltung des Mindestabstands von 1 Meter, wird diese Badesaison definitiv nicht ins Wasser fallen. Man muss sich natürlich darauf vorbereiten, denn diese Badesaison, die wird anders als alle anderen davor. Das heißt, alle Mitarbeiter und natürlich die Planung der Wiener Bäder, die sind drauf und dran, um alles sozusagen vorzubereiten und natürlich, um sich einen guten Plan zu überlegen, wie es denn individuell für jedes Bad dann wirklich zu einer tollen Badesaison kommen kann. Es wird Tickets geben, und zwar im Vorverkauf. Das heißt, man kann nicht einfach so hierher kommen und sich einfach ein Ticket kaufen, einen Eintritt kaufen für das jeweilige Bad, sondern natürlich mit diesen Maßnahmen muss man vorher bereits alles planen, und die Tickets werden sich in der Region 1, 2, 3 Euro abspielen. Genauso, wie sieht es denn im kühlen Nass aus, das heißt in den Becken, das alles wird noch ausgetüftelt, wie man da wirklich bestens vorgeht unter Corona-Bedingungen. Außerdem kommt man ja nicht nur zum Schwimmen ins Freibad, sondern natürlich auch, um sich mit jemandem zu treffen, oder man ist einfach ein Saisonbadegänger sozusagen, der wirklich jeden Tag hier verbringt. Es gibt auch diverse Sportmöglichkeiten, wie zum Beispiel den Sprungturm oder Beachvolleyball oder Fußballspielen. All das muss genau durchdacht werden, und natürlich bis Ende Mai, also bis zum 29. Mai, wenn dann wirklich die Wiener Bäder aufsperren, muss man genau evaluieren und alles abchecken, ob es denn wirklich soweit sein kann, dass man mit einer geringen Neuinfektionsrate und mit einer Reproduktionszahl unter 1 die Pforten der Wiener Schwimmbäder öffnen kann. Wir haben uns schon mal einen Überblick verschafft in einem der Wiener Bäder hier im 10. Wiener Gemeindebezirk. Und jetzt natürlich, vor allem mit diesen Wetterbedingungen und unter den Corona-Maßnahmen, ist noch alles leer. Es sieht ein bisschen gespenstisch aus sozusagen, aber man ist drauf und dran, alles wirklich bestens vorzubereiten für die große Eröffnung am 29. Mai. Und da steht dann natürlich einem erfüllten Bad mit Kinderlachen, jeder Menge Sonne, Spiel und Spaß nichts mehr im Wege.